Herzlich willkommen in die Runde und an alle, die zuhören, zu einem nächsten virtuellen Pressbriefing des Science Media Center in Köln. Mein Name ist Marlene Hallbach, ich bin Redaktionsleiterin hier und wir machen das Pressbriefing trotz Karneval, 11.11. Wir haben heute den Titel Zweiter Covid-Winter in Deutschland, Diskussion über Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz auf Basis von aktuellem Strategiepapier. Also wir haben ein Strategiepapier vorliegen. Das hatte ich vorhin auch nochmal rumgeschickt an die Journalistinnen. Ich hoffe, Sie haben das alle bekommen. Meine Kollegin kann das hier gleich auch nochmal einmal im Chat verlinken. Das ist sehr aktuell veröffentlicht worden. Darüber wollen wir sprechen und eben darüber, dass ja jeden Tag jetzt neue Rekorde der Inzidenz von SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland irgendwie verzeichnet werden. Und man könnte meinen, same procedure as every year. Aber die Infektionszahlen sehen sogar schlimmer aus als im vergangenen Jahr mittlerweile. Impfungen tun gerade noch ihr Bestes, um Höchststände auf den Intensivstationen zu verhindern. Aber auch das scheint irgendwie nicht mehr so richtig weit entfernt. Und am 25.11. endet dann auch noch die epidemische Notlage. Das heißt, der Bund kann quasi nicht mehr durchgreifen. Die Länder sind eigenverantwortlich unterwegs in der Bekämpfung der Pandemie. Und grob sind die Fragen eigentlich, was machen wir bis dahin und was machen wir ab dann und darüber hinaus, um diese Welle der Infektionszahlen nochmal wieder einfangen zu können. Dazu, wie gesagt, gab es das Strategiepapier einer Gruppe von Forschenden. Drei von Ihnen, die daran mitgeschrieben haben, sind heute auch hier. Werde ich gleich nochmal vorstellen. Und wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, genau, was dieses Strategiepapier eigentlich beinhaltet. Ich fasse das jetzt nicht alles nochmal zusammen. Ich hoffe, Sie haben das hauptsächlich alle schon gelesen oder werden das eben danach tun. Wir können am besten über den Inhalt diskutieren. Und Sie können, wenn Sie schon jetzt Fragen haben, die Zuhörenden in das Question and Answer Modul in Zoom stellen, bitte nicht in den Chat. Da wird meine Kollegin die finden und wir werden die dann reinreichen an die ExpertInnenrunde, wenn es thematisch passt. Ich würde gerne anfangen mit dem Herren in der Runde. Etwas ungewöhnlich, aber da haben wir ja nur einen von heute. Und zwar ist das Professor Dr. Klaus Überler. Er ist Direktor des Virologischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen, Mitglied der STIKO, also der Ständigen Impfkommission und auch Mitautor des Strategiepapiers. Und ich würde Sie bitten, vielleicht einmal aus virologischer Perspektive die Ausgangsposition oder die Ausgangslage gerade mal zu erklären, die wir haben mit Delta, was anders ist als im Winter 2020, wo wir auch eben diese hohen Infektionszahlen hatten und was das im Hinblick auf die Maßnahmen bedeutet, die wir eigentlich alle zur Genüge kennen. Ja, guten Tag, Frau Hallbach. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Es war ja schon angesprochen, wir haben sehr hohe Inzidenzen im Moment und das hat sich letztlich schon seit September abgezeichnet, trotz damalig schon recht hoher Impfraten blieben die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche relativ konstant. Und das hat eben schon darauf hingedeutet, dass in dem Moment, wo wir in die Herbst- und Wintersaison kommen, dass das dann zu vermehrten Übertragungsraten führen wird, sodass die Übertragungsrate eben den Wert von 1 übersteigt. Und das ist die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Es wird auch gerne als exponentielle Phase bezeichnet. Und ein Grund ist natürlich, dass mit der Delta-Variante jetzt ein Virus zirkuliert, das sehr viel leichter übertragen wird als die Viren, die wir im vergangenen Jahr hatten. Und dadurch reichen die Maßnahmen, auch die Impfraten letztlich nicht aus, um hier eine Kontrolle der Infektion letztlich zu erzielen. Und das führt eben jetzt dazu, dass wir auch zunehmend oder schon seit einiger Zeit sehr viele Covid-Fälle auch auf den Intensivstationen haben. Hier sind es teilweise jetzt auch etwas jüngere Personen als im letzten Jahr, die dann auch noch länger auf den Intensivstationen liegen. Und das führt jetzt eben neben Reihe von organisatorischen oder vor allem auch Personalengpässen jetzt zu einer sehr kritischen Situation auf den Intensivstationen. Vielen Dank. Auf die Rolle von Delta kommen wir vielleicht oder der Delta-Variante von SARS-CoV-2 kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Ich würde dann erstmal weitergehen in der Runde und gerne Dr. Viola Priesemann vorstellen. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und Sie sind Hauptverantwortliche dieses Strategiepapiers, was wir jetzt vorliegen haben.
In dem Papier haben Sie ja drei Szenarien, sagen wir mal, durchgerechnet, ist, also beschrieben, kann man besser sagen. Einmal so weiter wie bisher. Zweitens ist irgendwie scharf an der Grenze des Gesundheitssystems segeln und lokal so ein paar Maßnahmen einführen, um das zu verhindern, ein Überborden dort. Und das Dritte ist so ein bisschen, da überlegen Sie vor allen Dingen, was denn jetzt Impf- und Booster-Kampagnen oder Offensiven dazu beitragen können, diese Welle zu brechen. Letzteres stellen Sie eben auch als the way to go heraus. Also wir müssen einfach impfen und boostern. Können Sie die Voraussetzungen und Annahmen für vor allen Dingen das dritte Szenario vielleicht noch einmal erklären und auch die Haupterkenntnis, die Sie jetzt daraus gezogen haben im Rahmen dieses Strategiepapiers? Ja, vielen Dank. Also diese Szenarien basieren auf der einen Seite Modellierung, nicht nur von mir, sondern auch von Kai Nagel, von Andrea Schuppert, also von einigen. Wir haben das alle unabhängig durchgerechnet, modelliert und dann in diesen Worten die Kernaspekte beschrieben. Wenn wir weitermachen wie bisher, das ist das Weiter-so-Szenario, dann gehen die Fallzahlen weiter hoch. Wir haben ja diese Szenarien vor Wochen, also vor bestimmt 10 Tagen schon angefangen zu entwickeln. Die Fallzahlen gehen weiter hoch in die hohen Hunderter. Irgendwann, ich meine, wir wären ja in der Verdopplungszeit schon bald Richtung 1000. Irgendwann wird da natürlich gegengesteuert. Die Intensivstationen sind ja jetzt schon extrem voll. Christian Karagiannidis und andere können da ja einiges zu sagen. Jeder, der in den Kliniken arbeitet. Und gleichzeitig schreitet zurzeit das Impfen und Boostern wirklich langsam voran. Wir haben 0,2% pro Tag. Sie können alle wahrscheinlich selber ausrechnen, wie lange das dauert, bis ein relevanter Anteil der Bevölkerung damit geboostert oder geimpft ist. Deswegen haben wir uns sehr genau angeschaut, was würde das Impfen oder Boostern bringen, wie schnell sollte oder könnte es sein. Im letzten Sommer sind Raten von etwa 7% die Woche, also 1% am Tag erreicht worden, indem man auch über die Betriebsärzte, über die Impfzentren etc. geimpft hat. Und das ist unsere Hoffnung oder unser, als Person sage ich mal, auch wirklich unser Vorschlag, dass man dort nochmal ganz genau reinschaut, wie man die Impfgeschwindigkeit ganz arg deutlich beschleunigt. Und da geht es sowohl um das Impfen als auch um das Boostern. Warum bringt beides was? Das Impfen schließt die Impflücke. Da sind nicht alle Menschen leicht zu erreichen, sich da Gedanken zu machen, wen und man da noch wie erreichen kann, ist sehr wichtig. Das Boostern hilft sehr doll, denn der Schutz gegen die Übertragung und auch nach einer Durchbruchsinfektion dann gegen den schweren Verlauf, der lässt eben mit der Zeit nach. Jetzt gibt es viele Menschen, deren Impfung 5, 6 Monate her ist und in Sachen Zahlen, frisch nach der Impfung mit BioNTech, wie wir es nennen, ist der Schutz etwa 90% und dann 5 Monate später nur noch 50-70%. Prozent ist immer ein bisschen komisch, finde ich, zu verstehen. Ich gebe es gerne nicht als einen Faktor an, ein bisschen wie der Sonnenschutzfaktor, um es mal ganz banal auszudrücken. Am Anfang ist es ein Faktor 10 Schutz und jetzt ist es nur noch ein Faktor 2-3. Und das macht für die Ausbreitung einen großen Unterschied und damit natürlich dann auch für die Intensivstation. Vor Infektion, nochmal, um das klarzustellen. Vor Infektion, genau, vor Infektion. In jeder Altersklasse. Die Infektionswahrscheinlichkeit hängt ja total von den Kontakten an. Das ist jetzt die Infektionswahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf hängt natürlich deutlich vom Alter ab und hat dann noch einen zusätzlich höheren Schutz. Und das dritte Szenario ist irgendwo dazwischen. Das ist etwas, wo ich persönlich manchmal sage, boah, ich hoffe, das passiert nicht über den kommenden Winter. Das ist so ein bisschen das, was wir letztes Jahr hatten. Wir laufen wirklich über Wochen und Wochen an dem Limit der Intensivstationen mit mehr oder weniger starken Maßnahmen, die immer wieder angezogen werden müssen. Es ist schwierig, das zu regulieren, weil natürlich die Maßnahmen immer ein bisschen zu spät kommen. Es ist eine langwierige, hohe Belastung auf den Intensivstationen, wenn nicht wirklich geimpft und geboostert wird. Woran liegt es? Selbst wenn wir eine Tausender-Inzidenz hätten, dann ist es je Woche 1% der Bevölkerung, die immunisiert wird. Das reicht überhaupt nicht, um dann einen relevanten Immunitätsfortschritt zu haben, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja die Immunität bei anderen Personen wieder nachlässt. Das heißt, man kann relativ lange an diesem Limit der Intensivstation bleiben. Es ist schwer zu regulieren. Es hat viel Probleme für natürlich das Gesundheitssystem und natürlich auch Folgen für alle einzelnen Personen, die eventuell krank sind oder nicht. Und es ist eine schwierige Situation für die Planbarkeit. Ich denke, wir müssen uns nur an den letzten Winter erinnern, um zu sagen, das wollen wir nicht. Ich habe trotzdem noch mal 2 Nachfragen, wie realistisch Ihre Annahmen für die Szenarien, vor allem für das Impf- und Booster-Szenario sind. Denn erstens, wie sicher sind Sie sich denn, also auch in Ihrer Modellierer-Gemeinschaft, sage ich mal, dass das Wachstum, wie wir es jetzt gerade sehen,
tatsächlich so weitergeht, weil also jetzt heute und die letzten Tage hätte man auf den Intensivstationen schon so ein leichtes Abknicken vielleicht erkennen können. Das darf man, glaube ich, auch nicht überinterpretieren, aber trotzdem wächst die Inzidenz unter den Ü60 zum Beispiel noch einfach mit 30% weiter, aber die ETS irgendwie nicht. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das jetzt einfach so weitergeht, wenn wir auch weiter so machen, Frau Friesemann? Die ganz genauen Vorhersagen, ob in 3 Wochen 20% mehr oder 20% weniger Personen infiziert sind, das lässt sich nicht vorhersagen auf diese Genauigkeit, einfach weil das total davon abhängt, was wir im Kommenden machen werden. Die Aufmerksamkeit, die Awareness für Covid ist natürlich gerade wieder deutlich hochgegangen. Es gibt viele Personen, die in ihrem Freundeskreis jetzt schwere Verläufe haben, die sie vielleicht so nicht erwartet haben. All das ändert die Motivation im Verhalten und es ändert die Motivation beim Impfen. Wenn es also um die Frage geht, wie sehen diese Szenarien in der Zukunft aus, muss man immer bedenken, dass natürlich dieses Wachstum nicht ewig so weitergeht. Aber was man auf der anderen Seite sich anschauen kann, ist, und das haben wir sehr genau uns angeschaut, wie viele Personen gibt es eigentlich jetzt bei aktuellem Immunitätsschutz, die möglicherweise einen schweren Verlauf auf der Intensivstation haben könnten. Und das sind, also die möglicherweise, das ist alle, wenn alle infiziert werden, wären das etwa 3, wahrscheinlich sogar mehr, als wir im ganzen letzten Jahr hatten. 3-mal mehr, als wir im ganzen letzten Jahr haben. Das ist nicht zu stemmen diesen Winter. Das heißt auf der anderen Seite, selbst wenn wir in Anführungsstrichen nur einen Drittel infizieren bei der jetzigen Immunität, dann sind die Intensivstationen den gesamten Winter gut beschäftigt. Mhm. Und das ist ein Problem. Zur Boosterkapazität würde ich nochmal nachfragen. Sie haben ja da in dem, also was wir jetzt schaffen müssten, damit wir dann irgendwie in 4 Wochen, haben Sie ja auch gesagt, in 4 Wochen könnte auch die Boosterkampagne auch ordentlich was reißen irgendwie an der Welle. Das ist ja auch noch hin, also 4 Wochen sind ja jetzt auch nicht gerade kurz. Also was Sie da annehmen, ist quasi 800.000 Boosterimpfungen pro Tag, glaube ich, was da in dem Szenario drinsteht. Aktuell kommen wir auf 130, gerade sind nochmal neue Zahlen rausgekommen. Für wie realistisch halten Sie, dass wir tatsächlich diese Höhen erreichen an Boosterimpfungen pro Tag? Im letzten Sommer, im Mai, Juni, haben wir jeden Tag 1% der Population, also jeden Tag etwa 1 Million geimpft. Und das ist die Größenordnung, die wir da reinschreiben, 7% die Woche. Das ist im letzten Sommer gelungen und da war der limitierende Faktor die Anzahl Impfstoffe, die wir hatten. Insofern, ich bin nicht Logistikerin und das ist auch eine Aufgabe dann der Politik, zu überlegen, wie und ob sie das und ob sie das auch so schnell umsetzen kann. Aber im letzten Sommer ist es gelungen und insofern denke ich, ist es im Rahmen des Möglichen. Mhm. Ja, ich glaube, für 19 Tage haben wir das geschafft, die mal so knacken da irgendwie im Juni, ja. diese Zahlen. Nee, hervorragend. Können wir später, denke ich, nochmal drauf eingehen. Jetzt würde ich gerne die dritte vorstellen und das ist Professor Dr. Eva Grill. Sie ist Professorin für Epidemiologie am Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie an der LMU in München und auch Mitautorin des Strategiepapiers. Frau Grill, könnten Sie vielleicht aus epidemiologischer Perspektive nochmal diese Haupterkenntnis des Strategiepapiers beleuchten? Wir haben ja auch bekannte Instrumente wie Testkontaktbeschränkung. Das Papier fokussiert sich aber auch, wie gerade Frau Priesemann eben auch nochmal erklärt hat, sehr stark auf, wir müssen halt impfen, impfen und boostern, boostern. Können Sie erklären, wieso diese, sag mal, erprobten Instrumente, die auch alle kennen, eher eine nachgeordnete Rolle spielen? Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte nochmal an das anknüpfen, was Herr Überlau vorhin gesagt hat, dass wir uns bewusst sein müssen, dass diese Inzidenzen, die exponentiell steigen, direkt mit der Zahl der schweren Erkrankungen gekoppelt sind und damit auch mit der Belegung der Intensivstationen. Und auch wenn es jetzt von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich ausschaut, so ist es tatsächlich. Also diese Kopplung besteht, solange der Impfschutz nicht höher ist. Und das Impfen ist vor allem eben einerseits dieser Schutz der Intensivstation, dieser Schutz des Gesundheitssystems, aber auch die Verbesserung des Impfschutzes. Das ist nachhaltig. Und man muss nochmal sich das im Kopf behalten, dass Impfungen tatsächlich 2 Schutzwirkungen haben, nämlich sie schützen mich als geimpfte Person von einer schweren Erkrankung und sie schützen aber auch meine Umgebung, wenn ich infektiös bin, von einer Übertragung durch mich, weil meine, selbst wenn ich infektiös bin, bin ich weniger infektiös, als ich das normalerweise wäre, wenn ich nicht geimpft bin. Und mit jeder Verbesserung des Impfschutzes kann ich verhindern, dass oder kann ich verzögern, dass sich das Virus ausbreitet. Aber ich kann damit auch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs reduzieren. Und das Boostern
ist deswegen unglaublich hilfreich und das Schließen der Impflücken. Die Booster-Impfung, die schützt zusätzlich, auch das ist vielleicht noch nicht so richtig im Bewusstsein, die übertrifft die Schutzwirkung der zweiten Impfung. Man weiß aus Studien, dass sie nach der dritten Impfung vermutlich besser und wahrscheinlich auch länger geschützt sind und dass die Ansteckung und dass die Weitergabe etwa um einen Faktor 10 geringer ist, wie Viola Priesemann schon gesagt hat. Also das nimmt sozusagen die Dynamik aus dem Geschehen raus und verringert die Übertragungsrate. Das Risiko ist geringer, dass sie das Virus weitergeben. Also sie setzen sozusagen einen Block in dieses Übertragungsgeschehen. Also das Risiko ist geringer, wie schon gesagt, dass sie das Virus weitergeben, wenn sie infiziert sind. Und das Risiko ist auch geringer, dass sie sich selbst anstecken. Und natürlich auch das Risiko für einen schweren Verlauf. So, und jetzt überlegen wir uns nochmal, was ist eigentlich die Situation jetzt? Ich habe verschiedene Instrumente, die man einsetzen kann, um Übertragung zu verhindern. Und davon ist die Impfung tatsächlich technologisch und immunologisch, epidemiologisch die sinnvollste und die technologisch am weitesten fortgeschrittene. Alles andere sind ja eigentlich Maßnahmen aus dem letzten Jahrhundert. Also wenn wir sagen, okay, wir treffen uns nicht mehr, wir tragen Masken. Auch das Testen letzten Endes. All das ist wirksam, das haben wir auch gesehen, dass es wirksam ist, vor allem im letzten Jahr. Aber es ist weniger wirksam als die Impfung. Und bis wir soweit sind, dass die Immunisierung funktioniert, dass wir ausreichend Menschen immunisiert haben, ist es natürlich wichtig, auch andere Maßnahmen einzusetzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Testen die Impfung nicht ersetzen kann. Wir werden da vielleicht nochmal drauf kommen, auf 2G oder 3G oder was auch immer. Aber Sie können durch das Testen an sich, können Sie nicht denselben Effekt erreichen wie durch die Impfung. Und das ist im Prinzip die Grundaussage dieses Papiers, dass wir sagen, das ist die technologisch am weitesten fortgeschrittene Lösung. Das ist die Lösung, um tatsächlich eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Uns aus dem Schlamassel rauszuholen. Genau, also Sie haben ja gerade das Wort halt nachhaltig schon verwendet, das steht ja auch in Ihrem Titel drin, also das heißt jetzt eben nicht kurzfristige Strategie, um Covid-19 einzudämmen, sondern eben nachhaltig, also eher längerfristig angelegt. Aber ich denke trotzdem im Akuten, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, müssen diese alten, wie Sie sagen, oder älteren Strategien ja trotzdem eine Rolle spielen. Ich würde vielleicht eine Zwischenfrage stellen, Frau Bitsch, entschuldigen Sie bitte, ich nehme Sie gleich sofort dran, an Herrn Überler. Und zwar gibt es ja noch keine generelle Booster-Empfehlung aus der STIKO. Sie sitzen ja dort auch mit drin. Zwei Fragen dazu. Wann ungefähr, also wie schnell könnte das eigentlich kommen, dass dann auch wirklich, sagen wir mal, die große Akzeptanz auch unter den ÄrztInnen und unter der Bevölkerung oder in der Bevölkerung da ist für Booster? Bleiben wir vielleicht erstmal dabei. Ich habe aber noch eine Frage. Können Sie einen kurzen Einblick in die STIKO geben und sich gerne entmuten, bevor Sie anfangen zu sprechen? Dann hören wir Sie. Ja, super. Also die Situation ist ja folgende. Die überwiegende Anzahl der Patienten auf den Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind über 60-Jährige und Personen mit Vorerkrankungen. Und wir brauchen akut eine Entlastung der Intensivstationen. Und insofern müssen wir bei Engpässen hinsichtlich der Impfkapazität zunächst diese Personengruppen impfen, um rasch von den Zahlen auf den Intensivstationen runterzukommen. Und das ist ein wichtiger Grund, weshalb die STIKO die Empfehlung für die über 70-Jährigen letztlich ausgesprochen hat, für Personen die immunkomprimiert sind und andere schwer erkrankten Personen. Und das ist das Entscheidende. In dem Moment, wo wir genügend Impfkapazitäten hätten, würde eine generelle Impfempfehlung für über 18-Jährige sicherlich, eine Auffrischimpfempfehlung für über 18-Jährige sicherlich sehr sinnvoll sein. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, wie schnell gelingt es wirklich, die Impfkapazitäten hochzufahren und auch gezielt die zu motivieren, die besonders gefährdet sind, jetzt an den Auffrischimpfungen teilzunehmen. Denn ein 85-Jähriger wird nicht so einfach von sich selbst jetzt aufgrund von ein paar Medienberichten zum Impfzentrum oder zu seinem Hausarzt gehen, sondern da kann gezieltes Kontaktieren, die auffordern, zur Impfung zu kommen, schon einen wesentlichen Beitrag leisten, dass er dann auch dieses Impfangebot wahrnimmt.
Trotzdem wäre ja die Voraussetzung, dass irgendwann auch die Jüngeren sich irgendwie boostern lassen. Also nicht die Voraussetzung, aber trotzdem ein großer Anteil daran könnte ja eben eine STIKO-Empfehlung haben. Deswegen da nochmal die Frage, Sie sind da ja dran, also Sie gucken sich auch die Daten an. Und da zielt auch so ein bisschen meine zweite Frage hin ab. Diskutieren Sie auch die Daten im Sinne von also Booster-Effektivität, um schwere Verläufe wiederum auch weniger werden zu lassen, also zu reduzieren? Weil da habe ich jetzt gerade irgendwie heute nochmal aktuelle Daten aus Israel gesehen, dass das auch in allen Altersgruppen tatsächlich dazu führt, dass Boostern, dass dann doch auch die schweren Verläufe wieder sehr stark reduziert werden können. Das ist ja auch ein Argument nochmal für den Individualschutz für die Jüngeren. Aber natürlich, wie Sie sagen, nach der Reihenfolge bitte erstmal oben anfangen und wieder in der Reihenfolge runterimpfen. Genau. Absolut. Wir schauen uns natürlich beide Aspekte an, den Individualschutz wie auch den Bevölkerungsschutz. Und beides spricht im Prinzip für eine Boosterimpfung bei über 18-Jährigen. Nur ist halt einfach die Sorge, wenn jetzt nur die Hausärzte impfen und die 50-Jährigen jetzt sofort zum Hausarzt rennen, einen Termin machen, dass die 80-Jährigen eben dann erst kurz vor Weihnachten drankommen oder im neuen Jahr. Und das ist einfach zu spät. Wir brauchen jetzt die Impfung derjenigen, die eben das größte Risiko haben, auf den Intensivstationen zu landen. Mhm. Vielen Dank. Das war so ein kleiner Zwischenaspekt nochmal. Frau Beetsch, das ist Professor Dr. Cornelia Beetsch. Sie ist wissenschaftliche Leiterin am Center for Empirical Research in Economics and Behavioral Science an der Universität Erfurt und Initiatorin des Projekts Covid-19 Snapshot Monitoring, also COSMO, was wir jetzt auch schon häufiger mal thematisiert haben hier. Wir haben jetzt gerade gehört, Impfung und Booster müssen eine große Rolle spielen, damit wir das irgendwie auch nachhaltig einbremsen können, das Virus, aber eben mittelfristig einbremsen können. Wie steht es denn da aber um die Akzeptanz aus psychologischer Perspektive? Da erheben Sie ja auch immer Daten in der COSMO-Umfrage. In Israel wurden oder haben sich 50% der Menschen, die schon vollständig geimpft waren, boostern lassen, also die Hälfte. Wie sieht es denn da so in Deutschland aus? Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie alle da sind. Wir gucken uns das ja jetzt schon eine ganz schöne Weile an. Im Moment sehen wir, dass eigentlich wer geimpft werden will, fast geimpft ist, also die ungeimpft sind, die davon ist über die Hälfte eigentlich nicht impfbereit. Das ist natürlich die Frage, wie kann man die anderen noch kriegen und kann man die schon Geimpften boostern? Also wir sehen, dass unter denen, die schon geimpft sind, ungefähr 3/4 sagen, ja, ich würde auch eine Boosterimpfung nehmen. Das sind also bei Weitem nicht alle, die man da erreichen könnte. Die Gründe, die für die Leute dagegen sprechen, wir haben das also mal offen abgefragt, sind erstmal, dass diese 6-Monate-Frist noch nicht abgelaufen ist. Da kann man ja sagen, gut, Haken dran. Aber es ist auch sehr vielen Leuten nicht klar, warum das notwendig ist. Und sie zweifeln doch immer noch an der Sicherheit und haben eben auch selber Impfreaktionen erlebt zum Teil, die dann dazu führen, dass sie sagen, oh, das will ich nicht nochmal haben. Also es fehlt auch hier im Moment noch die Einsicht, warum das notwendig ist. Also sollte das kommen, ist das sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation. Und ich will da vielleicht gleich nochmal auf diese STIKO-Empfehlung eingehen, was Herr Über da gerade sagte. Also ich kann das natürlich nachvollziehen, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt auf die Kapazitäten achten, aber man könnte das natürlich auch andersrum denken. Also wenn man eigentlich weiß, dass es für alle notwendig wäre, könnte man durch eine Empfehlung auch entsprechenden Druck aufbauen, damit die Kapazitäten geschaffen werden. Denn wir haben immer wieder in der Historie, jetzt in der Pandemie erlebt, dass eine fehlende Impfempfehlung durch die STIKO auch so wahrgenommen werden kann, dass die Leute denken, es ist für mich, es wird mir abgeraten, das zu tun. Ja? Also wir haben das bei der Kinderimpfung gesehen, wir haben das bei den Schwangeren gesehen. Das ist auch jetzt hier nicht ausgeschlossen. Deswegen möchte ich ganz dolle nochmal zu bedenken geben, dass eine fehlende Impfempfehlung durch die STIKO auch eine Kommunikationshandlung ist in beide Richtungen. Also von daher denke ich, dass die Boosterimpfung schon was ist, was wo 3/4 der Leute sagen, ja, würde ich machen, aber auch hier gibt es noch enormen Kommunikationsbedarf. Mhm. Aber 75% ist ja schon mal, ja, hat man schon mal einen Wert. Ich würde darf ich da eine Sache noch zu sagen? Unbedingt. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht richtig angeguckt bis jetzt, aber das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja ganz viele Leute, die Janssen geimpft sind, also einmal, wo man ganz dringend auch die zweite Impfung braucht. Wir sehen immer noch, dass zum Beispiel an der Uni oder in Clubs oder irgendwo, wo aufsuchend geimpft wird, was ja toll ist,
trotzdem noch Janssen verimpft wird, quasi ein bisschen mit der Werbung, man braucht nur einen Schuss, aber man braucht natürlich jetzt auch den zweiten. Und die Frage ist dann so ein bisschen, gibt es eigentlich genügend Booster-Angebote auch an diesen Stellen, wo man die Leute erreicht, die vielleicht sonst nicht zum Arzt gehen oder von alleine auf die Idee gekommen wären. Also erreicht man die dort auch? Und wie erreicht eigentlich die Nachricht über die Booster-Impfung die Leute? Also die meisten haben jetzt ja doch die Kopfpass-App oder irgendeine andere App, wo sie ihren Impfstatus da drin haben. Also vielleicht kann man sowas auch nutzen, um Push-Nachrichten zu verbreiten, dass eine weitere Impfung fällig ist. Perspektivisch natürlich auch, wenn wir noch über 2G, 3G reden, kann man natürlich auch nochmal überlegen, inwiefern erst mit der Booster-Impfung für bestimmte Altersgruppen man als vollständig geimpft gilt. Also da sind, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind. Ja, sehr gut, dass Sie das ansprechen. Herr Überler, haben Sie da einen Kommentar zu? Also diskutieren Sie das auch in der STIKO, dass das auch, dass man es auch umdrehen könnte und also sagen könnte, wir machen? Die STIKO ist ja primär mal für die Empfehlung zuständig und nicht für die Umsetzung. Und unser Adressat ist letztlich auf der einen Seite natürlich die Ärzteschaft. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch in der Politik wahrgenommen. Und letztlich können diese Impfkapazitäten, diese zusätzlichen, nur durch die Politik geschaffen werden, nicht durch die STIKO. Und die Sorge ist natürlich schon, dass auch wenn jetzt zu viele gleichzeitig eine Impfung wollen und warten müssen, andere lästige Phänomene auftreten und nicht ihren Impftermin bekommen, dass das natürlich auch weiter Unmut und Unzufriedenheit schafft. Und da die Frage an Frau Beetsch, wie wirkt sich das auf die Impfakzeptanz aus, wenn ich jetzt 5 Wochen warten muss, bis ich meinen Impftermin bekomme? Als U50 zum Beispiel. Als U50, ja. Da würde ich immer auch denken, wenn ich darauf nur antworten kann, dass die U50 dann gleich noch ihre Eltern mit zum Hausarzt nehmen können. Dann hat man nämlich auch dieses organisatorische Problem weg. Und ich glaube, dass es geschickter wäre, die allgemeine Empfehlung draußen zu haben. Denn dann weiß auch die Politik, das ist jetzt geboten und wir müssen die Kapazitäten schaffen. Und dann wächst auch der Druck von der Ärzteschaft auf die Politik, diese Kapazitäten zu schaffen. Also die Politik ist ja informiert durch unsere letzte Stellungnahme, dass diese Empfehlung kommen wird. Und insofern ist, glaube ich, von der Seite das zumindest klar. Gut. Ich würde an dieser Stelle nochmal auf Frau Witt zurückkommen. Und zwar eine Frage schließt sich hier an, die auf die Impfakzeptanz auch sich auswirkt. Also von außen habe ich schon eine Frage. Können Sie in Ihren Daten sehen, ob Proteinimpfstoffe, also Impfstoffe, die auf Proteinen basieren, ein Teil der bisher nicht Geimpften irgendwie überzeugen? Weil das ist ja häufig mal ein Argument, ich warte lieber auf die klassischen Impfstoffe und nicht auf den experimentellen Kram, sag ich mal, der gerade da ist. Wissen Sie da was zu? Fragen Sie ab, wie die Akzeptanz für einzelne Impfstoffe ist? Machen wir im Moment nicht. Hat mich aber schon vermehrt erreicht. Die Frage werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche aufnehmen. Okay, schön. Dann habe ich trotzdem noch eine Frage an Sie, die mich beschäftigt hat. Und zwar sieht man ja zum Beispiel im Vereinigten Königreich, da war ja irgendwann Freedom Day, da gibt es keine Maßnahmen mehr und trotzdem geht ja die Inzidenz jetzt nicht einfach runter oder die pendelt auf einem ziemlich hohen Niveau und der R-Wert pendelt immer so um 1. Und da ist das Argument, wahrscheinlich ist der Bevölkerung schon ganz klar, jetzt wird wieder so ein bisschen brenzlig, jetzt nehme ich wieder ein bisschen zurück. Also keine politischen Maßnahmen mehr einzuführen, sondern dass einfach aus der Bevölkerung heraus dieses Risikobewusstsein da ist und sich damit mit der Impfquote, die da herrscht, die besser ist als bei uns natürlich, aber dass sich da der R-Wert so rund um 1 hält, sehen wir das auch in Deutschland, dass so dieses Risikoverhalten sich anpasst, obwohl die Politik jetzt ja noch nicht richtig viel was geändert hat an den Maßnahmen? Also könnte das einen Beitrag leisten? Ja, also ich würde es jetzt aktuell nicht empfehlen, darauf nur zu setzen, obwohl es de facto ja eigentlich gerade so stattfindet. Wie gesagt, England hat ja vielleicht ein bisschen eine höhere Impfquote. Wir sehen das auch tatsächlich. Also immer, wenn die Fallzahlen steigen, verändert sich das Schutzverhalten. Also gerade so das freiwillige Vermeidungsverhalten, Reisen, Partys und so weiter geht dann immer ein bisschen runter. Und wir sehen aber auch, dass wenn dann keine Maßnahmen politisch getroffen werden, dann entspannt sich das wieder. Also man muss auch sehen, dass auch Maßnahmen, die verändert werden,
tatsächlich so eine Art Risikokommunikation sind. Wir sehen zum Beispiel, wenn Menschen berichten, sie waren in Bars und da war 2G statt 3G oder gar keine Regelung und wir fragen sie, was glaubst du, wie hoch war da das Risiko? Dann wird das Risiko am höchsten wahrgenommen, wenn eine 2G-Regel da war. Das heißt, das ist ein Hinweis für die Menschen zu sagen, hier ist übrigens das Risiko hoch und deswegen haben wir eine Regel verschärft. Ich glaube, das muss man zusammen sehen, das Spiel. Menschen reagieren einerseits auf die Fallzahlen, aber andererseits eben auch auf politische Maßnahmen, die eben auch nicht stattfinden. Und dann entspannt es sich zum Teil auch wieder. Wenn die Impfquote hoch genug ist, ist es vielleicht was, wo man sich dann eintarieren kann und das eher wackelt um die 1. Aber im Moment scheint es nicht zu funktionieren, wegen zu geringer Impfquote. Ich hätte jetzt Frau Grill aus epidemiologischer Perspektive dazu nochmal gefragt. Herr Überle, ich habe Sie gesehen. Was glauben Sie, was für einen Effekt das epidemiologisch haben kann, diese, sagen wir mal, natürliche Verhaltensänderung der Menschen? Haben Sie da irgendwie eine Abschätzung? Ja, ich meine, die kann ziemlich dramatisch sein. Das haben wir ja im Frühjahr 2020 gesehen, dass da schon bevor Maßnahmen irgendwie angekündigt wurden oder erst nur die Ankündigung einer Maßnahme bereits zur Verhaltensänderung führt. Aber wie die Frau Beetz schon ganz richtig sagt, ich würde da nicht drauf warten und ich würde da nicht drauf hoffen, sondern ich glaube, was wichtig ist für die Kommunikation, ist ganz klar zu sein und Ursache und Wirkung darzustellen und auch die Gründe für das, was passiert, darzustellen. Und das ist also transparent zu sein in der Kommunikation. Herr Überle, Sie hatten gerade noch einen Kommentar. Ja, ich wollte nur noch mal die Unterschiede in der Epidemiologie zwischen England und Deutschland darstellen. In den Impfraten sind wir relativ gleich. Wo der wesentliche Unterschied ist, dass die Engländer sehr viel mehr, einen größeren Anteil ihrer Bevölkerung bereits sich infiziert hat. Und die sind natürlich auch aufgrund ihrer durchgemachten Infektion vor erneuter Infektion geschützt und tragen zur Bevölkerungsimmunität bei. Aber der Anteil der vollständig Geimpften ist in beiden Ländern relativ ähnlich. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich kann es gerade nicht verifizieren, weil ich dachte immer, dass die in den höheren Altersgruppen, also dass der Durchschnitt auf jeden Fall ähnlich ist, aber dass die in den höheren Altersgruppen noch einen Tacken besser sind. Also Ü60 da auf jeden Fall eine viel größere Menge an Menschen erreicht haben. Also dass es im Mittel zwar gleich ist, aber die Altersgruppen sind da schon besser, soweit ich das im Kopf habe. Also bei den über 60 haben wir auch schon 85% geimpft. Ja, die haben, glaube ich, über 90. Deswegen, also da sind, glaube ich, so über 10%. Ja, aber 10% der Bevölkerung, die dann eben mehr infiziert ist, sind natürlich auch eine Hausnummer, ne? Ja, natürlich. Also klar, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Da kam ja gerade nochmal die neue Studie auch für Deutschland raus, dass es hier einfach noch nicht so richtig der Fall ist, dass so viele sich infiziert haben. Frau Priesemann, ich habe noch mal eine Frage an Sie von Außenwitte hier gestellt. Im Interview vor rund 4 Wochen haben Sie dem Göttinger Tageblatt im Interview gesagt, dass 2G nicht nötig ist und 3G reicht. Denn der Druck durch die kostenpflichtigen Tests, der aufgebaut wird schon hoch genug sein. Stimmen Sie dem heute noch zu? Weil im Papier steht ja auf jeden Fall, ich würde mal sagen, fast das Gegenteil. Ich glaube, das ist, um das klarer zu stellen, wir haben dort verglichen, braucht man 2G oder braucht man 3G? Da hat nichts dazu gestanden, ob man nicht auch noch zusätzlich natürlich das Boostern, das Impfen etc. braucht. Also das steht nicht in dem Gegensatz, dieses Papier, zu dem, was ich in Göttingen gesagt habe. In Göttingen, in dem Göttinger Tageblatt ging der Hauptpunkt auch darum, dass je nachdem, wo und in welchem Bereich man 2G macht, und damals ging es um 2G in Supermärkten, unter anderem, man einfach Menschen ausschließt, was völlig inadäquat ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und insofern muss man sich genau überlegen, wo man 2G macht, wo man 3G macht. Der eine Aspekt ist die Impfmotivation. Der andere Aspekt von 2G versus 3G ist, dass dort lokal natürlich weniger Personen infiziert werden, die dann möglicherweise einen schweren Verlauf haben. Aber wir können ja die Menschheit nicht trennen in diejenigen, die 2G sind und die anderen, die nicht 2G sind. Das heißt, im Haushalt, in den Schulen, am Arbeitsplatz, in privaten Treffen trefft sich natürlich 2G und 3G. Das heißt, die Inzidenz ist gekoppelt. Alle Infektionen, die bei einem 2G-Event stattfinden, werden irgendwann auch die nicht geschützten Personen erreichen. Und insofern ist der Effekt von 2G noch mal besser, auf jeden Fall als 3G, aber eben nicht. Man darf sich da nicht nur auf diesen Wunschfaktor kaprizieren, denn jede Person, auch die nicht bei der 2G-Veranstaltung ist, die sitzt ja nicht zu Hause isoliert und wartet darauf, dass 2G vorbei ist. Da wird auch direkt die Nachfrage gestellt, ist 2G vielleicht sogar ein Nachteil, wenn keine Masken getragen werden und kein Abstand gehalten wird? Würde ich jetzt mal so in die Richtung von Frau Grill vielleicht gucken. Also kann das auch zum gegenteiligen Effekt führen?
Also Nachteil vermutlich dann, wenn alle Vorsicht fallen gelassen wird. Man muss sich vielleicht nochmal beim Unterschied zwischen 2G und 3G nochmal vergegenwärtigen, dass bei 3G diese Testung, die ich als Nicht-Geimpfter durchführe, zwar bedeutet, dass ich selbst wahrscheinlich nicht infektiös bin, aber der schützt mich nicht vor der Ansteckung. Und das ist so der Unterschied zwischen 2G und 3G. Bei 3G ist es so, dass ich nur Geimpfte und Genesene untereinander habe, die weniger infektiös sind, die sich untereinander anstecken, die aber kein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, die eben auch ein geringeres Infektionsrisiko haben. Und ich möchte aber nochmal ganz, ganz klar betonen, was Viola Priesemann gesagt hat, wir müssen auch auf die Teilhabe schauen. Also es ist die Gesellschaft in zwei Gruppen zu teilen, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. Dann habe ich zwei, also vielleicht erst noch mal eine Frage zu 2G, 3G, also Testregime an Herrn Überler. Wenn wir sagen, okay, 2G, ja, die tragen es dann sowieso auch dahin, wo auch nicht geimpft ist. Wie sollten sich denn Geimpfte testen? Weil ich weiß, Frau Beetsch, zum Beispiel in der Cosmo-Umfrage kam das ja auch noch raus, dass eben Geimpfte auch bereit wären, sich testen zu lassen. Also ein relativ hoher Anteil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie sollten die sich denn am besten testen lassen? Weil wir wissen ja, da flutet trotzdem auch das Virus an. Die Viruslast ist auch am Anfang hoch, die können auch andere anstecken. Also wie kann da ein Testregime noch unter Geimpften aussehen? Also prinzipiell kann ein Geimpfter, der Kontakt hatte zu einem Covid-Patienten, da macht es natürlich Sinn, nach dem Kontakt sich im Prinzip zu testen, ob er jetzt infiziert wurde oder nicht. Das ist eine ganz einfache und auch sehr begrenzte Situation, wo man eben schon dann frühzeitig die Infektion bei sich selber als Geimpften bemerken kann. Und dann würde ich die Testung für Geimpfte dafür sinnvoll ansehen, wenn sie eben gerade Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen haben oder eben in eine Situation sich begeben, wo sie mit sehr vielen Leuten sehr engen Kontakte haben. Das ist dann nochmal ein Weg, um sich zu schützen. Aber besser oder die Alternative ist natürlich, dass man sich als Geimpfter durch Tragen entsprechender des Mund-Nasen-Schutzes letztlich zusätzlich die Umgebung schützt. Und das ist aus meiner Sicht der einfacher zu praktizierende und auch effektivere Weg, um hier einen Zusatzschutz für Geimpfte zu erzielen. Aber wenn man jetzt sagen würde, kostenlose Schnelltests scheinen ja wiederzukommen, ist ja zumindest politisch irgendwie diskutiert, dass das jetzt nicht so die beste Idee war, die abzuschaffen, könnte man sagen, okay, Geimpfte können sich auch, wenn sie wissen, vor einem Superspreading-Event oder also einem möglichen Superspreading-Event, hoffen wir mal natürlich, irgendwie großer Geburtstag, lassen wir am besten auch nochmal die mittesten, also nicht ausschließen jetzt irgendwie von kostenlosen Tests oder so, sondern alle mit einbeziehen und auch allen das empfehlen, dass das auch mal zwischenzeitlich möglich sein kann. Aber epidemiologisch wahrscheinlich nicht so jeden zweiten Tag, einfach nur um die Infektion aufzudecken, sondern wenn dann vor einer möglichen Ansteckungssituation. Genau, also für bestimmte Events ist das im Prinzip eine Maßnahme für eine zusätzliche Sicherheit. Mhm. Frau Priesemann, Sie hatten sich noch gemeldet. Ich glaube, sobald ein Verdachtsfall, Symptome oder eben vulnerable Personen oder große Gruppen in dem Spiel sind, ist Testen sehr, sehr sinnvoll. Und dann ist die Frage, muss das ein organisierter Test sein, wo man hingeht und der Staat, kostenlos ist ja ein bisschen ein interessantes Wort in dem Zusammenhang, der Staat ja dann diese 14 Euro etwa pro Test bezahlt. Da muss man überlegen, wie viele Positivtests sind da. Typischerweise ist da einer von 1.000 oder einer von 10.000 Tests ist positiv. Das heißt, man muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis schon auch mitdenken bei den sogenannten kostenlosen Tests. Die andere Sache ist, im Supermarkt gibt es diese Tests für 80 Cent, zumindest hier in Göttingen, inwiefern man die nicht einfach zu Hause verwendet, wann immer man in diesen Situationen ist und wenn man möchte, natürlich auch mal so zum Screenen und schauen. Natürlich, das ist bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn ein Verdachtsmoment da ist, weil man Kontakte hatte oder weil das Risiko hoch ist für andere Personen, dann ist es immer sehr sinnvoll, sich noch zusätzlich zu testen. Und wir wissen aus den Tests in den Schulen, dass die werden ja von den Kindern typischerweise selbst durchgeführt, dass an den Schulen Infektionen durch diese Schnelltests entdeckt werden. Also es ist nicht so, dass die einen Teil der Infektion gut aufdecken können. Die sind nicht ganz so sensitiv wie ein PCR-Test, aber sie sind definitiv hilfreich,
um Infektionen zu entdecken. Und ich denke, das ist jetzt eine sehr theoretische Sache. Wir als TheoretikerInnen können dann auch noch durchrechnen, wenn jede Person sich jeden Tag sich einmal die Woche etwa testen würde. Und das ist dann aber was, wo Frau Beetsch und andere sicherlich sagen würden, das wird nicht passieren. Aber wenn das der Fall wäre, dann würden wir diese Pandemie halbwegs stabilisieren können, gegeben, dass dann natürlich auch die Kontaktnachverfolgung und die Quarantäne darauf folgt, zügig folgt. Aber das ist, wie gesagt, immer das Problem der Kommunikation. Man erreicht nicht alle Menschen damit. Und es ist auch, um das zu betonen, nur eine Übergangsmaßnahme. Eine langfristige Wirkung für die nächsten Monate haben wir durch eine Impfung. Einen Test, der wirkt ja 24 Stunden, eine Impfung wirkt deutlich länger. Auf jeden Fall. Also das will ich ja auch gar nicht. Also ich würde jetzt trotzdem nochmal auf die akuten Maßnahmen zu sprechen kommen, auch wenn natürlich klar ist, Boostern und Impfung muss einen großen Anteil haben, um das nachhaltig einzudämmen. Ich würde trotzdem nochmal so, was müssen wir jetzt bis Weihnachten machen, würde ich trotzdem nochmal in die Runde fragen und einfach mal eine Idee reinwerfen. Was würden Sie denn von einem Ü50-Lockdown halten? Also das hatte ich mir so überlegt, wäre es nicht interessant, nicht zwischen geimpft und ungeimpft zu entscheiden, weil wir die eh nicht auseinanderhalten können, hatte Frau Grill gerade schon gesagt. Also 2G, 3G bringt in dem Sinne nichts, dass sie sich sowieso woanders wieder treffen werden und die Infektionen weitergeben würden. Wenn wir jetzt aber die abschirmen wollen, die das höchste Risiko haben, bis die denn alle durchgeboostert sind, könnte so ein, ich nenne das mal Ü50-Lockdown was sein, ja, was da eine Maßnahme sein könnte. Vielleicht Frau Grill als erste mal. Kleines Gedankenexperiment. Das ist ein interessantes Gedankenexperiment. Wenn Sie genau diejenigen sozusagen eingrenzen wollen, die schon eine relativ hohe Impfquote haben. Also bei 50 ist das ja so. Ich glaube nicht, dass so generelle Lockdown-Methoden tatsächlich jetzt im Moment akut Sinn machen, sondern ich glaube, wir müssen mit dem Zusammenspiel zwischen Impfen, Boostern, adäquat, also sinnvoll testen, eine sinnvolle Teststrategie und Vorsicht, also wie zum Beispiel dem Maskentragen, das ja immer wieder auch genannt worden ist, glaube ich, einen besseren Effekt haben. Also ich glaube, mit der Brechstange können wir hier nicht vorgehen. Also der Notschutzschalter, den Sie in Ihrem Strategiepapier erwähnen, ist quasi nicht nochmal Lockdown, auch nicht für eine Teilbevölkerung. Nein, das habe ich jetzt nicht, das habe ich so nicht gemeint. Also der Notschutzschalter ist eine weitere Maßnahme, die aber gut vorbereitet sein muss. Und die nicht ausgrenzend sein sollte. Ü50-Lockdown, was würden die Menschen davon halten, Frau Beetsch, nochmal einen Lockdown zu machen? Und wenn es nur eine Teilbevölkerung ist? Haben wir jetzt in dieser konkreten Art nicht abgefragt. Also ich glaube, im Prinzip gibt es ja viele Maßnahmen, die eigentlich möglicherweise auch nicht adäquat kontrolliert werden. Ja? Wenn wir irgendwie sagen, wer hat denn schon mal seinen Impfnachweis vorgezeigt, gibt es ein Drittel der Geimpften, die mussten den noch nie vorzeigen. Und dann kann man irgendwie sagen, es gibt irgendwo 2G, 3G und die mussten den noch nie vorzeigen, da stimmt dann irgendwas nicht. Also ich glaube, wenn wir Regeln haben, sollten die auch durchgesetzt werden. Und es gibt eigentlich Pläne und Maßnahmen. Und die Frage ist ja, wie gut wird es durchgesetzt und wie einheitlich ist das? Dazu zählen unter anderem auch Schulmasken. Also wir haben die Leute auch gefragt, tragen ihre Kinder in der Schule Masken? Es war völlig unabhängig von der Inzidenz in dem Wohnort, von der Person. Also da kann man sich so ein bisschen fragen, warum ist das eigentlich so? Die meisten Leute wünschen sich einheitliche Regeln vom Bund und zwar nicht erst jetzt. Das haben wir schon bei der MPK im Januar, hatten wir das schon irgendwie immer wieder, seitdem immer wieder gebetsmühlenartig gesagt. Also wo sind eigentlich diese einheitlichen Regeln mit den Strategiepapieren, die vorliegen, auch vom RKI und anderen? Das kann ja auch erstmal umgesetzt und kontrolliert werden. Dann ist vielleicht aber auch schon was mit gewonnen, würde ich jetzt mal sagen. Also die Einheitlichkeit, einfach das Verständnis von Maßnahmen, auch die Akzeptanz und dann die Kontrolle führt dazu, dass die Maßnahmen auch ernster genommen werden. Herr Überler, aus virologischer Perspektive, Ü50-Lockdown oder andere Maßnahmen, was machen wir bis Weihnachten? Frau Briesemann hat es ja auch schon angekündigt. Wir haben ja auch Haushalte, wo jetzt Ü50 und U50 zusammenlebt. Und dann haben wir genau dieselbe Situation wie die Trennung zwischen Impfung und Nichtimpfung. Und insofern glaube ich nicht, dass das ein sehr erfolgsversprechender Weg ist. Außerdem, wie Frau Grill schon sagte, bei den über 50-Jährigen haben wir die höchsten Impfraten. Und insofern, ja,
Frau Priesemann, gerne, genau, Frau Priesemann, gerne nochmal zum Notschutzschalter, der in Ihrem Strategiepapier drinsteht. Das ist ja quasi einmal die Empfehlung, was muss jetzt akut passieren, um nicht noch auszuschließen. Klar, Booster und Impfung müssen wir alles machen, aber bis Weihnachten, was tun wir da? Können Sie den Notschutzschalter vielleicht nochmal kurz erklären, den Sie da auch drinstehen? Da geht es um die Frage, wenn wir in einer verzweifelten Situation sind, und genau das haben wir haben es genauso genannt in den Diskussionen, was ist, wenn wir in einer verzweifelten Situation sind, was macht man dann? Und klar, dann kann man noch einen Teil Lockdown hier und ein bisschen da verbessern und ein bisschen dort nachbessern machen. Und das ist wahnsinnig frustrierend und das führt meistens dazu, dass diese Situation sich nicht wirklich löst. Und die Frage ist, inwiefern man mit mehr oder weniger freiwilliger Motivation und einer Art Kampagne es hinbekommen könnte, das ist eine Frage, dass man wirklich für 2 Wochen alles herunterfährt. Wenn man das frühzeitig ankündigt, kann man versuchen, auf der Arbeit in der Zeit keine Treffen zu haben, keine Familienfeiern oder vielleicht keine Geburtstage genau in diesen 2 Wochen zu feiern. 2 Wochen die Kontakte einschränken damit und auch aus Solidarität für das Gesundheitssystem, für die Menschen, die dort arbeiten und Entscheidungen treffen müssen. Der Christian Karagiannidis mir sehr eindringlich auch erklärt hat und auch meine Kolleginnen und Kollegen in der Medizin. Solidarisch für die, das zu machen, weil mit einem wirklich umfassenden, und da geht es umfassenden Einschränkungen der Kontakte plus freiwilliges, eigen selbst durchgeführtes Testen, könnte man die Fallzahlen deutlich runterbringen. Wir haben R-Werte von 0,7 in Deutschland erreicht, 0,8. Jetzt haben wir ja noch wesentlich mehr Maßnahmen, die uns da helfen. Das heißt, man kriegt damit innerhalb von 2 Wochen die Fallzahlen zumindest transient runter. Das ist keine langfristige Lösung wieder. Aber es entlastet ja dann in den Wochen da drauf die Intensivstationen, weil all diese Personen erstmal nicht infiziert sind, das Kontaktverfolgen und das Testen und Kontaktnachverfolgen funktioniert wieder besser. Also einfach Luft da reinbringen. Und wenn das früh genug angekündigt ist, wenn das möglicherweise auf Schulferien fällt oder sowas, dann ist sowas ja auch eine ganz andere, sag ich mal, Belastung. Dann kann es eventuell eine Solidarität darstellen im Gegensatz zu einem endlos Lockdown, den wir auf jeden Fall, denke ich, alle nicht wieder haben wollen. Und ich glaube, das ist das, was man im Kopf behalten möchte. Ich will das wirklich betonen, wenn wir ein bisschen aufgeben, wenn man das nur halb umsetzt, dann bringt es fast nichts, dann verpufft es. Wenn man es macht, muss man es richtig machen. Und das ist der einfach mathematisch dieser Effekt. 10% mehr bringen da überproportional deutlich viel mehr an Reduktion in der Inzidenz. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es würde so ein umfangreiches Maßnahmenpaket nochmal beschlossen und dann auch durchgezogen, dann würde das ja eher so, sagen wir mal, die nächste Woche bedeuten, also nächste Woche sollen sich die Ministerpräsidentinnen nochmal treffen und dann würde es ja wahrscheinlich eingeführt. Würde das tatsächlich noch so einen bremsenden Effekt bringen, wenn wir in 2 Wochen nochmal so ein Maßnahmenpaket einführen? Haben Sie da mal geguckt, so wann würde da was bringen, wenn man diesen Notschutzschalter zieht in den Modellierungen? Wenn man diesen Notschutzschalter umsetzt, dann reduziert er die Inzidenz um einen gewissen Faktor. Angenommen, wir erreichen damit den R-Wert von 0,7, dann kommt man innerhalb von 2 Wochen um einen Faktor 4 runter in der Inzidenz. Und dann könnte man schon überlegen, dass man das eben nicht, man kann nicht überlegen, dass auch man das über Weihnachten, nach Weihnachten, was ein guter Zeitpunkt ist, ist eine politische Abwägung, dass man es früh genug ankündigt, dass Menschen sich darauf einstellen können. Und das ist eine Entlastung, die können wir machen natürlich in der Notsituation, dann müsste man sie eigentlich schnell machen. Oder aber auch, wenn wir sehen, dass bis Januar immer noch nicht die kritische Situation auf den Intensivstationen gelöst ist, weil das Booster nicht schnell genug vorangeht, etc. Dass man jetzt schon sagt, wenn wir bis da und da nicht eine Entlastung haben, dann machen wir das einfach, damit die auch die Grundversorgung aller anderen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus wieder auf einer hohen Qualität läuft, die wir uns alle wünschen. Also die läuft natürlich auf einer hohen Qualität. Ich habe noch eine Frage hier. Herr Drosten ist da ja relativ pessimistisch gewesen, dass wir mit dieser Impfquote tatsächlich so schnell vorwärts kommen, um da noch die größere Belastung zu verhindern. Und er hat vor 100.000 Toten gewarnt. Das war jetzt auch irgendwie sehr prominent auch in den Medien berichtet, weil er eben sagt, es wird nicht reichen mit der Impfquote. Wir sollten natürlich alles daran setzen, das sagt er auch schon seit Wochen. Halten Sie die Größenordnung für realistisch, die da Herr Drosten eben gesagt hat, mit den 100.000 Toten, auch so in Richtung Herrn Überlar mal gefragt? Sind Sie da auch eher so pessimistisch oder ist das vielleicht sogar noch konservativ gerechnet, wie er ja sagte, Herr Drosten? Also zu den Todeszahlen kann ich im Moment weder bestätigen noch widersprechen. Frau Priesemann kann da vielleicht noch was zu sagen. Generell ist natürlich schon so, dass wir jetzt im Winter massiv
viele Fälle haben werden und da wir mit den Impfungen natürlich auch einen entsprechenden Vorlauf haben und die natürlich auch erst im Januar oder Februar wirklich greifen, umso dringender hier ist es, das jetzt auch zu beginnen. Ja, vielleicht Frau Briesemann, wenn Sie noch was zu den Kalkulationen, zu den Todesfällen noch sagen können. Diese Zahl ist im Rahmen des Realistischen. Wir hatten bisher in der gesamten Pandemie etwa 100.000 Tote. Und Christian Drosten sagt, es könnte noch mal genauso viele geben. Das ist ja das, was er sagt. Wir wissen, dass wir, das haben wir alle unabhängig durchgerechnet, mindestens dreimal mehr also Personen, die noch einen schweren Verlauf haben könnten, in der Bevölkerung haben. Also dreimal mehr, als wir bisher hatten. Das heißt, das ist so die Größenordnung, die man erwarten würde, wenn natürlich nicht weiter geboostert, geimpft etc. wird. Also das ist eine realistische Zahl, klar. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Impfpflicht zu sprechen kommen. Eine Frage kommt hier rein. Haben Sie das diskutiert in dem Strategiepapier an die drei AutorInnen vor allen Dingen? Und warum steht sie jetzt im Endeffekt nicht drin? Und dann würde ich an Frau Beetsch abgeben, was würde das, also wie ist die Situation der Bevölkerung zu verschiedenen Impfpflichten? Sie steht drin. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen möchte. Also es steht etwas dazu drin. Frau Grill vielleicht? Ja, wir haben das intensiv diskutiert und einerseits kann man sagen, rein aus rationalen Gründen ist die Impfpflicht natürlich etwas, worüber man nachdenken muss und was wahrscheinlich viele Probleme lösen würde. Es würde auch viele Probleme erstmal schaffen, denn eine Impfpflicht, die verursacht Kontroversen und Widerstand. Und was wir in dem Papier eben differenziert haben, ist, man muss unterscheiden zwischen einer allgemeinen Impfpflicht in der Bevölkerung und zwischen einer Impfpflicht bei zum Beispiel Beschäftigten im Gesundheitswesen, bei Pflegenden, bei Menschen, die also mit besonders schutzbedürftigen Gruppen arbeiten. Und die Frage ist hier tatsächlich, wo greift die Impfpflicht am besten? Also, und das ist das, was wir im Papier auch beantworten letztendlich. Also eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen sollte auf alle Fälle diskutiert werden, sollte überlegt werden. Frau Beetsch, auch aus Bevölkerungssicht? Ja, tatsächlich sagen also zwischen 66 und 71% für so verschiedene Berufsgruppen, die Leute sollte es eine Impfpflicht geben oder würden sie befürworten. Bei einer allgemeinen Impfpflicht sieht es nicht so aus, da ist die Zustimmung deutlich geringer. Wir sehen, also letztendlich hat so eine Impfpflicht natürlich auch immer das Problem, die muss dann auch umgesetzt werden und möglicherweise irgendwie sanktioniert werden. Dann ist wieder die Frage, wer soll das machen und wie wird das organisiert? Ich glaube, was mir ein bisschen in der Diskussion noch fehlt, ist so eine Default-Regelung, wo im Prinzip Impfen die Regel ist. Und wenn man, also es wird erwartet, dass Menschen sich impfen lassen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und wer es aber nicht will, der muss das erklären. Also der muss meinetwegen ein Aufklärungsgespräch beim Arzt haben, sich das bestätigen lassen und das vorlegen. Und dann muss er sich halt testen lassen. Das sehen wir in anderen Ländern, dass es auch gut funktioniert. Jetzt nicht bezogen auf Covid, auf andere Impfungen war das. Also weil der Mensch per se leider ein faules Wesen ist, er muss sozusagen nicht impfen genauso anstrengend sein wie impfen. Und das hat in anderen Bereichen ganz gut geklappt. Das ist vielleicht nochmal so eine Zwischenlösung, keine echte Impfpflicht. Aber es ist trotzdem so, dass klar ist, Impfen ist der Default, ist die Regel. Und wer es nicht will, muss es erklären. Also das wäre sicherlich auch nochmal was man überlegen kann, gerade wenn man vielleicht über 3G am Arbeitsplatz nachdenkt. Ja, und im Gesundheitssektor hat das ja gerade der Ethikrat auch nochmal heute Morgen, glaube ich, habe ich zumindest gesehen, diskutiert und sehr stringent daraufhin argumentiert, dass es schon im Gesundheitssektor ja auf jeden Fall Sinn machen würde. Aber das nur so als Einwurf. Frau Beetsch, da Sie gerade sich so entmutet hatten, jetzt habe ich die Chance nicht genutzt. Vielleicht eine Frage noch. Im Vorfeld der Bundestagswahl hingen immer wieder Plakate zur Wahlwerbung da, logischerweise. Ne? Wäre nicht so eine Kampagne auch nochmal denkbar für die Impfung? Also, dass man sagt, überall hängen Plakate, Werbung, Impfwerbung. In Tschechien wird zum Beispiel offenbar mit abschreckenden Bildern von Covid-19-Toten gearbeitet, also so ein bisschen wie bei den Zigarettenpackungen. Gibt es da noch Kommunikationskampagnen, die man irgendwie starten könnte? Weil, also ich laufe jetzt nicht so oft irgendwelchen im öffentlichen Raum über den Weg, sage ich mal.
Ja, wir hatten in Cosmo ja auch immer geguckt, was wollen die Leute noch wissen, welche falsche Informationen gibt es vielleicht, und haben daraufhin zwei, drei Themen rausgefischt, die weit verbreitet waren, und hatten auch eine Firma, die freundlicherweise gesponsert hätte, Großflächenwerbung an Bushaltestellen und so weiter. Dann haben wir also ziemlich tolle, wie ich finde, Plakate gemacht und haben die dann vorgetestet, so wie wir das immer machen. Und es führte dazu, dass die Leute, die sich eh nicht impfen lassen wollten, die fanden die besonders doof und wollten danach besonders wenig sich impfen lassen. Also hat Reaktanz trotz ausgelöst, und das ist so ein bisschen das Problem, ja, dass wir im Moment unter den Ungeimpften relativ viele haben, die es halt auch einfach nicht wollen. Ich glaube, mit so Großflächen kommen wir da im Moment nicht endgültig zum Ziel. Natürlich, es gibt jetzt von, ich glaube, irgendwelchen Sportvereinen auch Großflächenimpfungen. Das ist gut, dass der Absender sich hier ändert. Denn wir haben das Problem, dass unter denen, die jetzt nicht sich impfen lassen wollen, auch der Anteil relativ hoch ist, die der Regierung nicht vertrauen. Und wenn unter jeder Impfwerbung viele Grüße deine Bundesregierung steht, dann bringt es nichts. Also, weil das ist keine vertrauenswürdige Quelle. Ich glaube, interpersonale Kommunikation ist wichtig, also Ärzte, aber auch natürlich, wir sehen also unter den Ungeimpften aktuell sind besonders viele Leute auch mit Migrationshintergrund, jüngere Leute und Ostdeutsche. Das sind im Moment die Gruppen, wo es bei der Demografie ausschlägt. Also dann müsste man im Prinzip tatsächlich das Gespräch suchen und mit vertrauenswürdigen Personen, die eben nicht Bundesregierung oder Landesregierung sind, da kommunizieren und aufklären. Also niederschwellig und aufsuchend ist immer noch wichtig, wird letztendlich, bringt jetzt keinen großen Sprung mehr, aber es ist trotzdem wichtig, um die, die da bis jetzt noch nicht erreicht wurden, auch abzuholen und eben auch niederschwellig aufzuklären. Ja? Das heißt nicht nur, weil sie nicht irgendwo einen Impfbus hinstellen und Janssen anbieten, das reicht einfach jetzt nicht, sondern es braucht wirklich einfach auch das vertrauensvolle Gespräch. Also das ist, glaube ich, jetzt, es ist halt aufwendig und teuer, aber ich denke, dass sich das trotzdem lohnt. Sagen Sie ja auch nicht zum ersten Mal tatsächlich. Ja, danke nochmal dafür. Herr Überler, zwei Fragen kommen noch an Sie rein. Dann würde ich nochmal an Frau Grill abgeben, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Wie lange schützt die Auffrischungsimpfung, also der Booster, vor einer Ansteckung? Also wir sind jetzt bei der Infektionswahrscheinlichkeit danach und damit auch davor, dass man eben andere ansteckt. Von welchem Zeitraum geht man da aktuell aus? Also Daten dazu gibt es wirklich zum Schutz naturgemäß nicht. Wir sehen, wenn wir uns die Immunantworten ansehen, dass die eben höher sind als nach der zweiten Impfung und würden daraus folgern, dass wir eben vielleicht einige Monate länger Impfschutz haben als nach der zweiten Impfung. Ob aus diesen Monaten Jahre werden, würde ich eher für unwahrscheinlich erachten, wenn wir über den Schutz vor Infektionen reden. Wenn wir über den Schutz vor schweren Verläufen reden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das dann über mehrere Jahre erstreckt. Was für uns in der Situation jetzt aber wichtig ist, dass wir mit dem Auffrischimpfschutz über den Winter kommen, denn wir werden vermutlich im nächsten Frühjahr, Sommer wieder letztlich relativ normal leben können. Und dann wird sich die Frage stellen, wie ist der Impfschutz zu Beginn des nächsten Herbstes? Und bis dahin haben wir weitere Informationen darüber, wie lange jetzt der Impfschutz zum Beispiel im Rahmen der Auffrischimpfungen in Israel ist und können danach dann die Impfstrategie für die nächste Wintersaison letztlich entwerfen. Vielen Dank. Eine noch, ich weiß gar nicht, führt vielleicht wieder ein bisschen weiter in die Zukunft und ich komme gleich nochmal wieder zurück, aber trotzdem ist die Frage hier noch an Sie, Herr Überler. Teilen Sie die Einschätzung von Herrn Drosten, dass die Pandemie im Frühjahr eben nicht vorbei sein wird, also dass auch trotz jetzt Booster und Impfungen und Genesenen, dass wir nicht so weit sein werden, dass wir sagen können, ha, Ende. Also Ende in dem Sinne, dass es wahrscheinlich endemisch wird, würde ich annehmen, weil ja. Von Ende geht wohl niemand mehr aus. Also meine Vermutung ist, dass wir zumindest eine Pause haben werden wieder über den Sommer und dass die eigentlich große Frage ist, was ist im nächsten Herbst? Mhm. Und insofern hat er natürlich recht, die Pandemie kann im Prinzip nächsten Herbst wieder ein Problem werden. Aber das ist gegenwärtig, glaube ich, nicht seriös abzuschätzen. Und wir haben es zum Teil auch noch wirklich selber in der Hand. Denn ich meine, bis dahin ist es noch ein Jahr. Wir können in diesem Jahr eben viele Impfungen, viele Auffrischimpfungen letztlich
implementieren. Und das wird ganz entscheidend dafür sein, wie uns die Pandemie im nächsten Herbst begegnet. Wir haben mal wieder ein Jahr Zeit. Mal gucken, ob wir uns nächstes Jahr wieder treffen und dieses Pressbriefing nochmal abhalten. Frau Grill, ich habe noch eine Frage an Sie, die ist sehr spezifisch, aber vielleicht haben Sie eine Antwort drauf, sonst gerne auch die anderen. Wie sollte denn weiter mit den Impfzertifikaten umgegangen werden, aus epidemiologischer Perspektive am besten? Sollte man sagen, der Booster ist kein Booster, sondern zählt zum Impfregime dazu und man ist erst vollständig geimpft, wenn man alle drei hat? Also, dass man dieses Zertifikat wieder nur bekommt, wenn man alle drei Impfungen bekommen hat? Also das ist, glaube ich, auch schon diskutiert worden und zum Teil auch schon entschieden worden, dass man sagt, in manchen Ländern ist es tatsächlich so, dass sie eben nach 9 Monaten nicht mehr vollständig geimpft sind, wenn sie keine Boosterimpfung haben. Und das muss man sich tatsächlich überlegen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Impfungen tatsächlich drei Shots brauchen. Und man gilt dann eben zum Beispiel nach der FSME-Impfung auch erst nach dem dritten nach der dritten Impfung als vollständig geimpft. Also das ist etwas, was man tatsächlich überlegen sollte. Aber ich denke, dass Herr Überler da auch noch was dazu sagen kann. Ja, gerne. Also letztlich ist es ja, also wichtig ist, glaube ich, oder Sinn macht es auf alle Fälle, die Schutzdauer letztlich zu begrenzen. Denn die ist eben nicht unendlich. Und ob man jetzt die dritte Impfung eine Auffrischimpfung nennt oder eine Vollendung der Grundimmunisierung, ist letztlich Semantik. Und insofern gilt es halt zu definieren, für wie lange ist jemand nach der zweiten Impfung geschützt, für wie lange gilt jemand nach der dritten Impfung geschützt. Was würden Sie nach der zweiten sagen? Bitte? Was würden Sie nach der zweiten sagen, diese 6 Monate, die jetzt eben, also sollte man das als harte Grenze? Nein, weil das natürlich, also ich glaube, da brauchen wir natürlich einen fließenden Übergang und es hängt natürlich auch davon ab, es macht, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass die SARS-CoV-2-Infektionen jetzt eben hauptsächlich in der Wintersaison ein Problem ist, dann würde man natürlich gerne auf eine jährliche Auffrischimpfsituation letztlich kommen. Und dann macht es keinen Sinn, jetzt einen halbjährigen Impfschutz zu definieren und die Leute dann im März zu impfen, sodass der Impfschutz im Prinzip dann möglicherweise in der darauffolgenden Situation dann wieder abgenommen hat. Mhm. Also ich glaube, jetzt müssen wir entscheiden, wann wollen wir allgemein im Prinzip eine Auffrischimpfung machen, wie lange gestalten wir die Übergangsphasen, und es sind alles fließende Übergänge. Und ich glaube, und natürlich ist es auch altersabhängig. Bei einem Jungen mag der Impfschutz im Prinzip vor Infektion, und jetzt aus Sicht der Bevölkerung ist jetzt ja wirklich der Schutz vor Infektion das Entscheidende, nicht der Schutz vor schweren Erkrankungen. Und da ist, glaube ich, so ein Zeitraum zwischen 6 und 9 Monate durchaus vernünftig. Mhm. Und das betrifft übrigens auch den genesenen Status, der ja auch in der Hinsicht noch relativ knapp bemessen ist im Moment. Vielen Dank. Frau Briesmann, ich habe eine Abschlussfrage an Sie. Hier steht zu den Szenarien von Ihnen, die Sie im Strategiepapier errechnet haben oder betrachtet haben, für wie wahrscheinlich halten Sie jetzt, dass wir so in der Zukunft jetzt eines dieser drei Szenarien fahren werden? Also wie wahrscheinlich halten Sie welches Szenario, vor allen Dingen auf Basis der derzeit diskutierten Maßnahmen? Also das ist ja 3G am Arbeitsplatz, 2G bei Pflegepersonal, also das, was jetzt gerade auch so in der allgemeinen politischen Debatte da ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie die einzelnen Szenarien? Vielleicht können Sie das nochmal so als Roundup, sag ich mal, am Ende hier zusammenfassen. Sagt mir etwas Positives. Ich hoffe und ich glaube, wir tun alle was dafür, dass wir nicht in dieses Szenario kommen, dass wir über Monate an den Grenzen der Intensivstationen sind, dass wir über Monate moderate, wechselnde, vielleicht auch regional wechselnde Einschränkungen haben. Wir wollen nicht schon wieder einen ganzen Winter über Covid diskutieren, glaube ich. Insofern hoffe ich einfach sehr, dass die Impf- und Booster-Kampagne so sehr Fahrt aufnimmt, dass wir die 25-50% der Bevölkerung, wahrscheinlich, also dass wir 25 bis Weihnachten haben, 50% hoffentlich bald danach, die diese Booster-Impfung wahrnehmen wollen, können und konnten. Ich denke, dass wir damit sehr gut dastehen, dass wir diese Welle damit in den Griff bekommen. Warum denke ich das? Das liegt daran, dass Israel eben auch 50% der Bevölkerung hat boostern können und damit haben sie die Welle dort in den Griff gekriegt. Die haben ähnliche Bevölkerungs-
grob zumindest ähnliche Bevölkerungsstruktur, ähnliche Impfquote vorher gehabt. Vom Alter her jetzt nicht, muss ich nochmal reingrätschen. Ja, aber das ist nicht so, können wir gerne sagen. Aber darum geht es ja gar nicht, weil zur Übertragung tragen ja fast alle bei. Und die schweren Verläufe sind die auf dem in den Krankenhäusern. Und es geht ja darum, diese Welle zu stoppen. Wenn wir die Welle gestoppt haben, dann haben wir auch, oder zumindest deutlich runtergedrückt haben, haben wir auch da kein Problem. Also ich hoffe einfach sehr, dass wir das machen. Und dann ist es der zweite Teil wahrscheinlich einfach Wunschdenken zu sagen, jetzt schon überlegt zu planen, haben wir wenn wir es nicht in den Griff kriegen, wollen wir dann wirklich bis März, April durchmachen oder sagen wir im Februar irgendwann, es reicht. Und planen jetzt schon zu sagen, was weiß ich, 2 Wochen im Januar, 2 Wochen im Februar, wann auch immer, eine Entlastungswoche oder 2 Entlastungswochen für die Intensivstation, solidarisch, freiwillig, halb freiwillig, wie auch immer sich das umsetzen lässt. Mhm. In dem Maße, wo das in diesen 2 Wochen niemanden zu große Belastungen macht, aber auf der anderen Seite immer mit dem Hinblick, jedes bisschen mehr da bringt überproportional viel. Ich würde das gerne als Abschlussstatement so stehen lassen, nochmal in die Runde gucken, ob jemand noch einen Punkt hat, der zu wenig betrachtet wurde, der ihm oder ihr sehr wichtig ist, der hier noch kurz am Schluss stehen sollte. Ist nicht der Fall. Dann würde ich nämlich sagen, sind wir am Ende des Pressbriefings. Ich weise nochmal alle, die noch dabei sind, darauf hin, dass wir das natürlich aufgezeichnet haben und dass es ein Transkript geben wird, dass wir das auf der Website zur Verfügung stellen werden, so schnell wie möglich. Dann können Sie es da finden und nochmal nachhören oder nachlesen. Ich bedanke mich in die doch große Runde heute. 4 ExpertInnen hatten wir am Start. Dankeschön, dass Sie dabei waren und zu dieser Situation nochmal aufgeklärt haben und das Strategiepapier vorgestellt haben, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Ihnen vielen. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.